Ab in den Pool. Ab in Richtung Pool. Ab in Richtung Pool, das ist wichtig. Einfach mit dem Handtuch ins Gesicht. Das ist der Service, den wir hier bieten. Okay. Ja, ist in Ordnung. Au. Kann ich das irgendwo zur Anzeige bringen? Scheiße, war das laut. Es ist fast ganz niedrig, also fast auf null. Und ich höre es immer noch mehr als gut genug. Und jetzt geht's wieder von vorne los, oder was? Die Musik dauert exakt 10 Sekunden, aber das reicht, um meine Ohren komplett zu zerstören. Das war 1A Spielerfahrung. Scheiße. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu Pool Party Panic. Kennt ihr es nicht auch? Ihr seid im Urlaub. Ihr liegt am Pool und euer Bademeister ist ein absoluter Vollidiot. Keine Sorge, denn ab heute bin ich der Bademeister in dieser wunderschönen Welt, in der die Hauptmenümusik exakt 10 Sekunden dauert und aber sehr catchy ist. Ich habe das Spiel gesehen, das musste ich spielen. Das sieht irgendwie lustig aus. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass hier jemand brennt im Hauptmenü. Und der Typ einfach nur so, hier hast du ein Handtuch. Ich weiß nicht, ob es das ist. Könnte sein. Wir starten ein neues Spiel. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe das noch nie gespielt. Bootcamp Tutorial. Ich bin zwar der beste Bademeister, meiner Meinung, aber auch der beste Bademeister braucht ab und zu etwas Einführung. Ich war schon länger nicht mehr im Job, okay. Goals. Open at least one parasol, also einen Sonnenschirm aufmachen. Die Pfeife mindestens einmal benutzen und mindestens 30% Handtuch. Genauigkeit. Ah ja, und eine gelbe Satisfaction Rating. Ah ja, continue. Okay. Ich hab die Steuerung schon rausgeholt. Im Menü hat man die Auswahl zwischen Maussteuerung oder Tastatursteuerung. Ich hab's mal auf Maussteuerung gelassen, aber das wird eventuell, ne, vielleicht muss ich das umstellen, keine Ahnung. Okay. Ja. Guests will warm up and change color while they stand in the sun. Also Gäste wärmen sich auf und ändern die Farbe, während sie in der Sonne stehen. Und ich muss sie abkühlen, indem ich sie in den Pool hämmere. Mit einem Handtuch. Mit linker Maustaste. Okay. Ich kann die Pfeife benutzen, um brennende Gäste zu mir zu locken. Ich dachte, wir sind hier ein Ferienressort und keine Feuerwehr. Okay. Nice. Das heißt, warte, hier ist ein Sonnenschirm. Dann, this meter indicates the time of day and sun intensity. Also Tageszeit und Sonnenintensität. Hab ich schon die Musik, ne? Dann will ich sofort eine Kokosnuss aussaugen. This meter indicates the current satisfaction. Also das hier ist Satisfaction und ich muss mindestens gelb kriegen. Und Minimap zeigt Player Position, Guest Equal Temperature und Guest on Fire. Okay, hi. Guter Herr, Sie ändern die Farbe. Soll ich Ihnen... Ist glaub gut, ne? Kann man durchaus machen. Der hier sieht auch nicht mehr so gut aus. Ich hau mal alle da rein. Keine Ahnung, jetzt muss ich einmal die Pfeife benutzen. Yay, das war's. Apply sunscreen to a relaxing guest with the left mouse button. Das heißt, ich kann auch Leute mit Sonnencreme einreiben. Das ist eigentlich nicht mein Job als Bademeister, aber hier in Stefans Ferienressort gehört auch das dazu. Und ich weiß, wie man den Sonnenschirm aufmacht. Das habe ich schon rausgefunden. So, der legt sich dahin. Das ist ein R, ne? Dann, ich mache das nicht freiwillig. Just saying, es ist mein Job, okay? Es wird halbwegs gut bezahlt. Muss ich jetzt den ganzen Tag überstehen? Muss ich echt den ganzen... Geh in den Pool, du siehst nicht gut aus. Muss ich den ganzen Tag überstehen? Na klasse. Willkommen beim ersten Tag im Job. Ich muss vielleicht die Steuerung ändern. Das ist schon ein bisschen nervig, aber ich glaube, man gewöhnt sich dran. Nein, ihr verlasst den Pool nicht. Obwohl, doch, verlasst den Pool. Von mir aus, verlasst den Pool. Könnt ihr von mir aus machen. Dann einmal du. Dann du. Yay! Spiel ist so fröhlich. Es anstecken. Du siehst nicht gut aus und du rennst vor eine Wand. Lass mich dir helfen. Bitteschön. Nein, nochmal da rein. So, yay. Geht das? Keine Ahnung, ob das reicht. Der Tag ist bald vorbei. Oben, die Sonne geht unter. Das heißt, wir alle sollten nach Hause gehen. Mein Job wurde getan. Ich habe 100% Rating. Und 100% von 30% Tower Accuracy. So muss das. Sind wir fertig? Wir sind fertig. Ne? Ich kann leider nicht pfeifen, sonst würde ich das jetzt nachmachen. Yay, ich hab's. 3 von einem Sonnenschirm, einmal die Pfeife benutzt und 100%. Das Gold. Das Gold all the way. Verdammt nochmal, bin ich gut. Congratulations, you reached the yellow satisfaction. Nein, ich hab grün. Yellow wäre hier. Ich hab grün. Ich bin sogar noch besser, als du von mir wolltest, Spiel. Okay, das war das Tutorial. Ich sehe jetzt schon, wie das Spiel sehr schnell
halbwegs nervig werden könnte. Weil das Tutorial war jetzt schon eigentlich... Ich guck dir diesen Park an. Das Tutorial war jetzt eigentlich schon mehr oder weniger stressig, weil ich die Steuerung nicht kenne. Und jetzt gleich so eine große Map mit Leuten, um die ich mich kümmern muss. Das wird super. Level 1-1, Tropical Paradise. Was brauche ich? 60% Towel Accuracy, mindestens 5 Sonnenschirme aufmachen und mindestens 5-mal Sonnencreme. Das ist potenziell nicht so schwer, richtig? Das ist... Guten Morgen, kommen Sie her, kommen Sie ran! Unser Bademeister arbeitet schon daran, für Ihre beste Kundenerfahrung zu sorgen. Ich muss einfach darauf achten, wann die zugehen. Und dann am besten nicht zu spät wieder aufmachen. So, leg dich drauf, dann einmal Sonnencreme für dich. Das ist nämlich auch ein wichtiges Ziel, was ich leisten muss. Dann kommt noch jemand. Kommen Sie her, kommen Sie ran! Bei uns gibt es Sonnencreme mit inbegriffen. Dafür ist unser Preis halt relativ hoch. So, irgendjemand kritisch. Ich sehe keine kritische Temperatur auf der Minimap, das ist nice. Dann du einmal da rein, keine Ahnung. Towel Accuracy, 60%. Ich muss doch ihren... Da ist ein Sonnenschirm wieder zu. Geh da hin. Nein, geh da hin. So, jetzt ist meine Towel Accuracy wieder runtergegangen. Weil ich den scheiß Sonnenschirm geschlagen habe. Hier. Ich wollte ihn in den Pool hämmern, aber okay. Dann einmal du. Dann einmal... Da unten ist jemand kritisch. Ich sehe, jemand ist kritisch. Diese Person hier. Da. Da. Rein mit dir in den Pool. Alles gut? Hat sich das erledigt? Siehst du, bei mir in Stefans Ferienparadies kümmern wir uns noch um unsere Gäste. Mach diesen Sonnenschirm auf. So, dann noch zweimal Sonnencreme und dann... Okay, cool, von mir aus. Noch zweimal Sonnencreme und dann... Kannst du ihn eincremen, anstatt ihn zu schlagen, bitte? Das gehört hier nicht zur Dienstleistung, okay? Das gibt's dann wann anders. Dann hier Sonnenschirm auf. So, Tower Accuracy ist richtig. Jetzt noch einmal Sonnencreme und dann muss ich nur noch darauf achten, dass mir niemand stirbt. Und dann wäre auch dieser Tag im Leben des besten Bademeisters der südlichen Küste von Takatunga erledigt. Keine Ahnung. So, dich mache ich wieder auf. Das ist nämlich wichtig, sonst gehen mir die Leute hier drauf. Dann dich auch. Haben wir jemanden kritisch? Wir haben zwei kritisch. Holy shit. Ich sehe sie nicht. Keinen davon. Jetzt, verdammt nochmal. Okay, den beiden geht's gut, weil die haben sich jetzt da hingelegt. Gehst du mal... Du musst in den Pool. Sonst stirbst du. Sonst sterbt ihr beide. Und ich will nicht, dass das passiert. Habe ich's? Ich hab's. 160%. Das könnte sehr schnell sehr stressig werden. 97% ist gut genug. Das könnte wirklich relativ schnell sehr stressig werden. Okay, was kommt jetzt? Level 1, 2. Was sind hier die Ziele des Tages? Mindestens 5-mal Sonnencreme, 8-mal einen Sonnenschirm aufmachen. Dafür gibt's hoffentlich auch mehr. Den Super Soaker für mindestens 5 Sekunden benutzen. Wofür brauche ich einen Super Soaker? Super Soaker! Keine Ahnung. You did not achieve a yellow satisfaction. Ja, ich arbeite dran. Also Sonnencreme, Sonnenschirm und den Super Soaker. Der glücklicherweise hier liegt. Nein, wie schön. Kommst du her? Ich weiß ja, ich kann den nicht aufheben, ne? Ich, doch jetzt. Mit rechter Maustaste. Pick up the Super Soaker. Mit linker Maustaste schießen und mit im Pool neu befüllen. Heißt das, das ist für Leute, die heiß laufen, quasi? Keine Ahnung, ich muss das Ding mindestens 5 Sekunden lang benutzen. Yay. Neu befüllen. Ich bin im Pool. Das ist nicht gut. Kannst du das Ding aufheben? Dankeschön. Dann, nein. Jetzt, mach voll. Ist voll. Lauf. Lauf. Ich muss mich um meine Gäste kümmern, erst wenn das erledigt ist. Ach, das war's schon. Okay, dann kann ich das Ding auch nicht wegwerfen. So, jetzt. Das war jetzt wichtig, damit ich das aus dem Weg habe. Jetzt muss ich mich um meine Gäste kümmern. Sonnenschirm. 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 Sonnencreme. Das ist alles, was das Spiel sein wird. Ich sage einfach laut, was ich... du läufst heiß. Du läufst heiß, so darf das nicht sein. Dann ab in den Pool. Ab in Richtung Pool. Ab in Richtung Pool, das ist wichtig. Einfach mit dem Handtuch ins Gesicht. Das ist der Service, den wir hier bieten. Da ist noch jemand, der heiß läuft. Hier, ich kann mich aber nicht um beide Seiten gleichzeitig kümmern, habe ich das Gefühl. Das heißt, irgendjemand wird mir verbrennen. Ich kann es garantieren. Ich krieg das Level nicht hin und lass mir jemand... Geh zurück dahin. Ich mach den Sonnenschirm auf, dann ist alles... Fuck! Komm zu mir. Komm zu mir. Ich muss den irgendwie in den Pool kriegen. Ich kann den nicht über die Grenze schießen. Ich kann diese Person nicht über die... Okay. Ist dumm gelaufen. Ich werde den jetzt nicht die ganze Strecke zum Pool treiben. Das ist mir jetzt egal. Das ist es... Mach das. Das ist es nicht worth, glaube ich. So. Dann hier einmal... Willkommen in Stefans Ferienparadies, wo brennende Leute... Er verwandelt sich in Holzscholle. Mir ist gerade jemand im Park verbrannt.
Dazu diese fröhliche Musik. Willkommen in Stefans Ferienparadies, wo Menschen brennen. Die beste Werbung, die existiert und 100% Rating, weißt du? Liegt einfach Holzkohle auf dem Weg, jemand ist fucking verbrannt, aber 100% Rating, easy. Kein Problem, es geht allen gut. Und das Gute ist, solange ich mich um die Sonnenschirme kümmere, kümmern sich die Leute auch halbwegs um sich selbst. So, ich habe alles, 100%. Too easy for me, Richtung Pool. Richtung, es brennt noch jemand. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Ich kann ihn retten, er kommt in meine Richtung. Jawohl, da lang. Zwei Leute brennen. Fuck, ich will wenigstens einen retten, komm schon. Nein, nein, geh in den Pool. In den Pool. Nicht rumglitschen, in den Pool. Ich habe ihn gerettet. Alles gut. Mein Rating ist nicht besonders hoch. Fuck. Vielleicht, weil Leute... Jetzt mach diesen Scheiß, mach das Ding auf. Weil Leute... Eincremen. Weil Leute verbrennen. Nicht schön. Dann du. Ich treib das... Okay, vergiss es. Wir haben es so gut wie. Wir haben es so gut wie. Das war nicht besonders gut, aber es war auch stressig, okay? ...100% Rating, aber Leute brennen. Oh mein Gott. Warum finde ich das so lustig? Du läufst einfach ständig vor, du kommst so in so einen Wasserspaßpark, ne? Denkst dir nichts Böses, sieht eigentlich alles ganz nice aus, aber der Park hat ein dunkles Geheimnis. Und zwar läufst du einfach rum und siehst ab und zu so ein paar Holzkohlehäufchen, die einfach so auf dem Boden rumliegen und stille Zeitzeugen eines Vorganges sind, der nicht erklärt werden sollte. Okay, ich finde mein inneres Zen. Ja, das ist gerade sehr wichtig, weil das Level gerade eben war ein bisschen stressig, aber eins mache ich noch. Wir spielen Level 1-3, das letzte Level hier im Tropical Paradise, bevor wir unwiderruflich schließen müssen, weil uns alle Gäste abgefackelt sind, weil unser Bademeister scheiße war. Okay, Level 1-3, was muss ich machen? Drei oder mehr Gäste mit einem Handtuchschlag treffen. Okay, wenn es weiter nichts ist. Mindestens 12 Sonnenschirme aufmachen. Was? Und mindestens 7-mal die Rutsche benutzen. Und mindestens gelb. Sonst noch Wünsche, darf es noch Pommes dazu sein. Okay, jetzt muss ich rushen. Ich muss extrem viele Sonnenschirme aufmachen und ich habe extrem oft eine Rutsche zu benutzen. Das ist problematisch. Warte, am Anfang kriege ich... Use the slide to travel more quickly. Okay, am Anfang kriege ich mehr Gäste. Easy, ne? Verdammt. Die müssen alle hier rein. Mist. Ich muss 3 oder mehr erwischen. Fuck, nur 2. Wie soll das gehen? Verdammt nochmal. Ich kümmere mich erstmal um alles andere. Ich glaube, ich brauche nicht alles, um das Level zu bestehen. Das ist nicht essentiell. Ich brauche nicht alles. So, warte. Ich muss die Leute irgendwie hier verstopfen und dann zusammenklumpen lassen. Das ist eine hammermäßige Analogie. Wie mache ich das? Okay, ich ignoriere das mal. Ich ignoriere das mal. Ich habe eine Rutsche zu benutzen, das ist wichtig. Wie benutze ich dich? Nicht so. Yay. Yay. Und das muss ich... Lauf. Und das muss ich 7-mal machen. Wenn es weiter nichts ist. Verdammt nochmal. Jetzt, da ist es. 3 Gäste. Okay, das wäre erledigt. Sonnenschirme. Ich bin am Dauerrushen jetzt. Das ist stressig. Das ist der Job eines Bademeisters, okay? Unsere Arbeit ist leider absolut unterbezahlt für das, was wir leisten. Offen. Okay, weiter. Es sind überall Leute mit kritischer Temperatur. Fuck, das wollte ich nicht. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Hier, Sonnenschirm. So, dann dich eincremen, damit du mir nicht drauf gehst. Ich kann leider keine Rücksicht drauf nehmen, ob jemand brennt. Das ist leider so. Da ist der Sonnenschirm wieder zugegangen? Ja. Okay. Ich kann leider keine Rücksicht drauf nehmen, ob jemand brennt oder nicht. Pick up, drop with the right mouse button. Ein Eimer. Das ist toll. Wie gesagt, ich kann nicht wirklich viel Rücksicht drauf nehmen. Weil, wegen... Ich habe Dinge zu tun. So, nochmal eine Slide benutzen. So, 7-mal. Wie soll ich das machen? Dann nochmal. Das Ding auf. Okay. Jetzt noch 3 Stück. Hier gibt es noch einen. Dann hier. Ich werde die Gäste komplett ignorieren. Ich weiß, das ist nicht gut für den Kundenservice und für die Customer Satisfaction und so, aber es geht nicht anders, sonst kriege ich das nicht hin. Und ich glaube, jetzt lauf. Wir haben uns verglitscht. So, der Typ schafft dann den Pool nicht. Der Pool ist genau da drüben. Du rennst vor deiner sicheren Rettung davon. Bro? Ja, dann verbrenn doch. Ich habe Wichtigeres zu tun als das. Ich muss Sonnenschirme öffnen und die Hälfte des Tages ist schon vorbei. So, 12. Dann, der da unten müsste inzwischen wieder zu sein. Genau. Jetzt. Jetzt. Da ist es. Jetzt nur noch Rutschen benutzen. Und alles andere kann ignoriert werden. Weil ich brauche nur gelb. Alles andere ist ja egal.
Richtig? Keine Ahnung. Das Wasser wird, glaube ich, auch zu heiß mit der Zeit. Ich weiß es nicht. Das ist, wie gesagt, alles sehr rushed. Komm, komm, dahinter. Pool. Was? Ich habe aus dem Spiel geklickt. Fuck. In den Pool. Das Wasser ist heiß. Verdammt nochmal. Und die Hälfte, wir haben erst die Hälfte des Tages. Wie mache ich das mit dem Wasser? Nicht verbrennen. Das Wasser ist heiß und erhitzt die Leute dauerhaft. Super Soaker. Hier. Abkühlung. Fuck. Jetzt lauf doch, mach irgendwas. Verdammt nochmal. Wir haben Rot. Wir haben Rot, das ist nicht gut. Kann ich das irgendwie canceln, indem ich den ganzen Rest mache? Nein, kann ich nicht. Ich hätte aufpassen, ob das Wasser funktioniert, ne? Das Wasser ist zu heiß. Ich kann mich nicht um alles gleichzeitig kümmern, Mann. Das werde ich verlieren. Das werde ich verlieren, wenn ich nicht weiß, wie das Wasser... Jetzt gib doch Gas, wenn ich nicht weiß, wie das Wasser funktioniert, weil ich nicht aufgepasst habe, selber schuld. Hier. Was ist das? Ach, Eis. Okay. Hier rein. So. Da ist das Wasser wieder nice. Ich glaube aber nicht, dass das reicht. Das wird nicht reichen, um das zu gewinnen trotzdem, ne? Es rennen überall brennende Leute rum. Das ist mein Untergang. So werde ich gefeuert. So endet es. So endet die Geschichte von Stefan dem Bademeister. Verdammt nochmal. Jetzt kommt alle her. Das habe ich verloren. Und der, was passiert? Alle sterben. Warum ist das auf einmal so schwer? Verdammt, alle hier rüber. Alle hier rüber. Alle hier rüber. Alle da rein. Nee, das kriege ich nicht mehr. Das kriege ich nicht mehr. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Ich habe verloren. Fuck. 0%. So muss es sich anfühlen, zu verlieren. Was war das denn jetzt auf einmal? Das Level davor war halbwegs easy und jetzt das? 2%? Was? Ich muss mich um das Wasser kümmern. Ich muss darauf achten, dass keiner verbrennt. Und ich muss die ganzen fucking Challenges machen. Also nicht alle, glaube ich, aber ein paar. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Jetzt erfordert jetzt absolute Konzentration, okay? 3 hours later. Oh mein Gott, ich hab's. Hab ich's? Bitte sag mir, ich hab's noch. 52%. Das hat locker 5 Versuche gebraucht. Gott verdammt nochmal. Oh, zurück zum Menü. Okay, ich bin fertig. Wow, das war in der Tat ein bisschen sehr überraschend, wie heftig das war. Weil die Wegfindung funktioniert ab und zu nicht richtig. Die Leute kommen nicht zu dir, wenn sie brennen, wenn du die Pfeife bläst. Das ist denen absolut, einfach absolut egal. Und teilweise verhängen sie sich auch in Ecken. Das heißt, ich konnte sie nicht in den Pool schubsen und dann noch die Nummer mit dem Eis, um die beiden Poolstühle zu halten. Das war durchaus stressig, aber ich wäre kein richtiger Bademeister, wenn ich sowas nicht in Kauf nehmen würde. Schreibt mir mal hier unten drunter, ob ihr mehr davon sehen wollt. Es gibt, glaube ich, noch ein weiteres Level oder ein weiteres Gebiet. Danach ist auch fertig, weil das Spiel ist natürlich noch lange nicht final. Sandy Springs. Sandy. Gäbe es noch. Das sind Level 2, 1, 2, 2 und 2, 3. Das heißt, wenn es so weitergeht, was die Schwierigkeitskurve angeht, dann werde ich spätestens hier meinen Verstand verlieren. Wie gesagt, schreibt mir unten drunter, ob ihr mehr von mir in meiner Bademeisterrolle sehen werdet. Ich fand wirklich, dass ich zu Baywatch gehöre. Ich habe keine Ahnung. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, also habt ihr den Abend bei Partner aus Mordzone. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Das Pistole ist so ein Witz, ne? Ja. Glaubst du, eine Granate beeindruckt mich auch nur im geringsten, Bro? Ernsthaft? Wo kommt ihr? Ich kann nicht mehr zielen, jetzt. Wo kommt ihr denn her? Ich habe schon weitaus Schwereres als euch zerlegt. Komm schon. Ihr seid kein großes Problem an dem Punkt. Ich kriege euch easy. 20 Minuten. 20 Minuten hat das Level jetzt gedauert. Das, wie gesagt, das ist ein stressiger Job, Bademeister, aber irgendwer muss es machen.